südöstlichen Rand der Fränkischen Schweiz, am Übergang der Jurahöhen in die Ebene des Regnitztales, liegt Leutenbach. Eingebettet in ein kleines Seitental zwischen dem Walberle und der Jurastufe erstreckt sich das Dorf am Ehrenbach entlang. Ausgedehnte Waldflächen reichen von den Höhen weit in das Tal hinein. Der Ort Selt entstand vor etwa 1000 Jahren, einer Ansiedlung von Bonn. Heute leben hier 760 Einwohner. Den Dörfern, vor allem im strukturschwachen Gebiet, wurde in den letzten 20 Jahren übel mitgespielt. Die Gebietsreform bewirkte den Abzug lokaler Behörden, entzog ihnen die Selbstverwaltung. Die Auflösung alter Grenzen, historischer Eigenarten und Zusammenhänge hat viele Dörfer, gerade im Umkreis des Nürnberger Ballungsgebietes, anonym gemacht. Die politische Autonomie verloren die Leutenbacher 1976 mit der Eingemeindung in die gleichnamige Großgemeinde. Zwar wurde am Ort das Rathaus ausgebaut, die lokalpolitische Arbeit wird jedoch von einer Verwaltungsgemeinschaft außerhalb geleistet. Die Eigenständigkeit in politischer Hinsicht ging verloren. Ihre dörfliche Selbstständigkeit versuchen die Leutenbacher trotzdem noch zu bewahren. Dieser Gegend sind traditionsbewusst und ortsverbunden. In Leutenbach kennt man sich, duzt sich und nennt sich meist beim Vornamen. Es gibt keinen zentralen Platz im Ort, sondern die Treffpunkte liegen an der Dorfstraße. Vorn an, dort wo sich die Straße aufweitet, steht etwas zurück, die Pfarrkirche. In der Mitte die alte Linde am offenen Bach. Und das untere Ende ist die Abzweigung nach Forchheim und Eckloffstein. Das Dorfleben durch die Arbeit geprägt ist, verläuft es beim ersten Eindruck eher geruhsam und beschaulich. Man nimmt sich Zeit, außerhalb der Arbeit mit den Nachbarn zu plaudern. Die Trachten bei den älteren Frauen werden nicht zu Feiertagen hervorgeholt, sondern sind Alltagskleidung. Zu besonderen Anlässen ziehen die Frauen ihre Schmucktrachten an. Als katholische Gemeinde im protestantischen Umland hat die Pfarrei Leutenbach einen großen Einzugsbereich. Herr Alt versieht das Amt des Messners. Alles gut.
Wann sind Sie Kirchenpfleger geworden, in welchem Jahr? Ich? Ja. 1950. Am 1. April 1950 bin ich als Kirchenpfleger. Und war als Kirchenpfleger tätig, jetzt ist mein Sohn, bis vor drei Jahre. Es ist mein Junge, Kirchenpfleger, und ich bin Messner. Ich war genau 25 Jahre Kirchenpfleger, und jetzt bin ich 6 Jahre Messner. Was ist denn der Unterschied zwischen Kirchenpfleger und Messner? Der Kirchenpfleger, der hat die Finanzen zum Versorgen, der hat die Kasse, ein Stachelbuch und das Kassebuch musste er führen. Und vom Pfarrhaus sorgen und von der Kirche sorgen, für die baulichen Tätigkeiten. Und der Messner, der muss innen in der Kirche beim Gottesdienst die Sachen richten. Und das, der Kirchenpfleger, der ist ehrenamtlich angestellt. Und der Messner, der kriegt eine kleine Vergütung. Der Turm steht seit 1090, ist der erbaut worden. Das ist ein alter Wehrturm, der steht. Da, ich habe eine Urkunde, da steht es drin. 1090. Und die Kirche, wo jetzt steht, die ist gebaut worden 1884 bis 86. Die ist eingeweiht worden. Die alte abgebrannt? Die alte ist abgebrochen worden. Abgebrochen? Die war zu klein. Ich war eine kleine Kirche. Religiosität und Frömmigkeit gehören in Leutenbach ganz selbstverständlich zum Leben. So wird hier jeden Tag eine Messe gelesen und der Tagesablauf am Sonntag wäre ohne Kirchgang nicht denkbar. Mehrere Jahre nach dem Tod des alten Dorfpfarrers, der 35 Jahre die Gemeinde volkstümlich betreute, blieb die Pfarrei verwaist. Damit fehlte am Ort nicht nur der Seelsorger, sondern auch ein Eckpfeiler in der sozialen Organisation des Ortes. Als nach 4 Jahren die Stelle neu mit einem indischen Priester besetzt wurde, so entsprach er zwar nicht ihren Vorstellungen von einem Dorfpfarrer, aber als kirchliche Autorität wurde er akzeptiert. Kann man denn vielleicht Tendenzen, was die Religiosität angeht, irgendwo schon feststellen, dass es also im Allgemeinen wird von einer abnehmenden Religiosität gesprochen, in Deutschland jedenfalls? Ich mache jedes Jahr zweimal meine Statistik, müssen wir vom Bischof her aus machen. Und ich habe wirklich nichts gemerkt, dass die Leute vielleicht ein wenig runtergegangen. Ein wenig, so wenig, dass man wirklich das nicht nennenswert ist. Ja, aber sonst ist die Kirche, die Gottesdienste sonntags sehr gut besucht. Und ich denke, vielleicht haben wir in diesem Dekanat die beste Präsentation. Hier kommen auch viele Auswärtige von den Nachbarnvereinen auch. Es ist vielleicht auch ein Punkt, der uns hier in Leutenbach aufgefallen ist, dass das gesellschaftliche Leben, das öffentliche gesellschaftliche Leben, fast ausschließlich von den Männern getragen wird. Von den Männern? Das Vereinsleben, das Wirtshausleben, das Leben auf der Straße, eigentlich die Männer sind die dominierenden Elemente. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, da kommen Frauen mit Problemen und Eheproblemen, vielleicht ist es auch mit einem Grund. Wenn sie auch Probleme, die Frauen Probleme haben sollten, würden sie nie zu mir kommen, sie schämen sich. Und eins muss ich sagen, eine gewisse Gruppe, Altersgruppe, kommt nicht zu mir zur Beichte. Und Sie können sich feststellen, warum. Ich habe viele Beichten, hauptsächlich Kinder und ältere Leute, aber eine gewisse Gruppe. Hier hat man zu viel Kontakt mit dem Pfarrer. Und dann, wenn Sie mich in die Straße sehen, dann denken Sie, der Pfarrer wäre eventuell konnte denken oder etwas. Also, wenn ein fremder Priester 2-3 Mal im Jahr bringen wir ein Beichtpate und da gehen sie die alle oder gehen sie nach Kreuzschenk, wo ein Kloster gibt oder anderes wo. Und jetzt zurück zum Eheproblem. Wenn sie haben sollten, die Leutenbacher sind sehr, sehr verschlossen. Sie wollen nichts
Unschönes gesagt haben in der Pfarrgemeinde zum Beispiel. Das höchste kirchliche Fest in Leutenbach ist das Patronatsfest. Kirche bestimmt nicht mehr die gesellschaftliche Stellung als Wegweiser in allen Lebensfragen. Die moralischen Werte in Ehe, Familie, Kindererziehung haben sich bestimmt auch gewandelt. Die Grundlagen aber in diesen Fragen sind die Leitsätze der katholischen Kirche geblieben. So ist der Mann das Familienoberhaupt und die Rollen in der Erziehung sind nach Geschlechtern genau verteilt. Scheidungen gibt es hier kaum und zur Heirat gehört der Kindersegen. Eine Familie hält zusammen, auch über Generationen, und so bleiben die alten Leute im Haus. Alle Vereine sind mit einer Abordnung vertreten. Die Landwehr symbolisiert den weltlichen Schutz der Kirche. Entstanden 1806 als Bürgerwehr. Bei jeder Festlichkeit sind sie dabei. Auch Mitglied ist Herr Glick, Schreiner und dritter Bürgermeister. Ich bin ja natürlich alle Leutenbacher Männer in mindestens einem Verein drin. Das kann man sagen. Das kann man sagen. Das kann man sagen. Die meisten ein. Die meisten in zwei. In zwei. Ein Vierer. Fünf, wir haben eine. Fünf, sechs. Die Frauen sitzen dann in der Zeit, wo die Männer für den Verein unterwegs sind, zu Hause. Na, meistens, aber es ist nicht mehr ganz so. Also heute haben wir auch schon eine Gymnastikgruppe und kenn ich auch ein bisschen. Ich bin ja außer als Schreiner und Bürgermeister auch in einigen Vereinen drin. Was sagt denn die Frau da dazu? Man hat Die Frau, naja, wie das halt so ist, muss ich mich abfinden. Ne? Ja. Ich bin schon mal manchmal ein bisschen, aber seit dem Schluss der Frau ja auch lange ein bisschen, wenn man engagiert ist bei den einzelnen Vereinen. Ne? Und auch Bürgermeisterei. Da ist es auch in der Woche eben meistens unterwegs. Ne? Was dann einsetzen tut, ob da dann richtig Wie viele Mitglieder von der Blaskapelle sind gleichzeitig Mitglieder in einem Verein, Fußballverein oder Feuerwehr? Die Vereine leiden noch, das ist die bloße Frage. Aber echt? Da ist jeder ziemlich, also in der Fußballverein oder? Da ist fast jeder in jedem Verein. Jeder in jedem Verein. So da jeder circa drei Vereine. Okay.
Der Wert, den das Vereinsleben für jeden Leutenbacher hat, ist für Außenstehende nur schwer zu messen. So fällt doch auf, dass die Vereine in der Freizeitgestaltung ohne Konkurrenz sind. Umziehen? Ja. Der Ball soll rumstehen. Hauptwür. Die allwöchentlichen Treffen bieten Geselligkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Einen umfassenden Veranstaltungskalender bilden dazu die Vereinsfeste für jeden Leutenbacher. Da springen wir drüber. Ich begrüße euch alle herzlich und erwöhnliche Mitarbeiter Spielerversammlung. Da spielen wir dann. Und gegen Marvin zur Uhr, Geister Hans 44, Alt-Richard Verteidiger, Geister Alfons, Vorstober, diesmal Hans Stober, Trummer Gerhard, Rick Andreas, Geister Bernhard im Mittelfeld, im Sturm von Klaus Werner, Kern Leonhard und Heidrichard. Auswechselspieler ist SG Eben und Graf Heinrich. Hallo, so überraschend, wie der Franz schon gesagt hat. Und die zweite? Einmal. Morgens ist es um 15 Uhr, das wisst ihr alle. Dann spielt er Rot-Schwarz. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr. Treffpunkt ist um 10 Uhr. Ich bin nicht dran. Oder 100 Uhr. Abfahrt um 14 Uhr. Ich feier. Was werden wir ja noch? Wir möchten nicht mehr viele Worte machen und im Namen der ganzen Gemeinde Leutenbach dir danken für die Treue, die du deiner Ortschaft, deiner Familie gehalten hast, dafür, dass du wacker und aufrecht im Leben gestanden hast. Wir wünschen dir, dass du noch viele Jahre hier in dieser deiner Heimatortschaft und in Kreise deiner Lieben unter uns wohnen mögest. Das wünschen wir von ganzem Herzen. Wo ist der Kreuz? Hier ist er. Das ist äußere Anerkennung. Ja, ich bin auch da. Da hier oben ist gerade die. Mein lieber Feuerwehrkamerad Andreas, auch wir wollen nicht versäumen, dir zu deinem 80. Wiegenfest recht herzlich zu gratulieren und dir die besten Glück und Segenswünsche zu übermitteln. Früher wie heute bestimmt das soziale Gefüge das Leben im Dorf. Alle waren eingebunden, es gab Honorationen und Respektspersonen. Jeder wusste vom anderen, man blieb in Ort und unter sich. Es wurde selten hinaus- oder hereingeheiratet. Das lässt sich auch heute noch am hohen Verwandtschaftsgrad ablesen. Die meisten Familiennamen treten in Leutenbach häufiger auf. Von den 120 Familien im Ort heißen alleine 17 Rot. Da müssten wir ein wenig später sein, ne? Ja. Schöne, ja? Schöne. Na, bravo.
Die Einbindung bestimmt auch heute noch den Wochen- und Tagesablauf. Nach der Arbeit treffen sich die Männer im Gasthaus. Hier werden die Tageserlebnisse ausgetauscht. Hier werden genauso die Probleme der Landwirtschaft besprochen, wie auch die unmittelbare Lokalpolitik. Die Frauen nicht in der Wirtschaft. Bei uns gehen die Frauen nicht in die Wirtschaft. Die Katz bleibt bei uns. Zu Hause. Ja, ja. Die sind natürlich jeden Abend. Ja, sind immer die gleichen Gäste. Sind aber so schwul. Ja, ja. Heute sind die Leutenbacher von klein auf gezwungen, den Ort zu verlassen. Ab dem 6. Lebensjahr fahren die Kinder in die Nachbarorte zur Schule. Später bleibt ihnen nur das Pendeln zum Arbeitsplatz, denn die Arbeitsmöglichkeiten am Ort sind beschränkt. Von der Landwirtschaft alleine kann hier heute nur noch ein Hof leben. So ist es fast verwunderlich, dass die Leutenbacher so ortsgebunden geblieben sind. Nach der Arbeit bzw. Schule kehrt man möglichst schnell in den Ort zurück. Die Lebensweise hat sich kaum verändert und der Wert, den das Eingebundensein im sozialen Gefüge hat, wird wohl von keinem bewusst in Frage gestellt. So sind sie schon beinahe von Natur aus konservativ oder bewahrend. Arbeiten in der Gemeinde wurden bis 76 in Eigenregie von den Einwohnern geleistet. Mit der Eingemeindung übernahm diese Tätigkeit ein Gemeindearbeiter. Für den ehemaligen Landwirt bedeutet dies, einen festen Arbeitsplatz am Ort zu haben. Die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Einzelnen für die Gemeinde fiel allerdings dadurch weg. Von der relativ hohen Anzahl der Gewerbebetriebe am Ort könnte man auf eine recht gute Arbeitsplatzsituation schließen. Doch die Handwerksgeschäfte werden meist als Familien- oder Ein-Mann-Betrieb geführt. Oft genug reichen sie alleine nicht aus, den Lebensunterhalt einer Familie zu sichern. Also wird beispielsweise die Landwirtschaft nebenbei weitergeführt. Überhaupt kann in Leutenbach kaum einer nur von einer Tätigkeit leben. Also Arbeiter bin ich nicht eigentlich so. Es ist halt ein Mannbetrieb. Seit wann haben Sie das Geschäft hier aufgebaut oder von Ihrem Vater übernommen? Ja, vom Vater übernommen. Seit wann gibt es die Schlosserei im Spiegel? Naja, das wird fast auch die 100 Jahre noch gehen. Ich habe mal Landwirtschaft dabei, das ist sowieso nicht für uns. Wann machen Sie die Landwirtschaft? Nebenbei. Also Feierabend gibt es keinen. Feierabend ist schlecht. Oder Feierabend bestimmte Arbeitszeiten? Auch nicht. Weil, wenn es Saison ist, da kommen die Waren frischer, bezahlt und nachts mit halbe acht Uhr aber auch noch, oder 10 Uhr.
50. Wie lange wollen Sie es noch machen? Naja. Ich weiß nicht, wenn der Junge Weine macht. Ne, doch kurz vielleicht nur sagen Sie nur wegen über Dommer so. Aber die Zukunft von dem Geschäft ist. Naja, normal schön, freilich, wir können schon. Und schon davon leben, Brot, Alter. Also nicht leben, aber. Es ist eben. Momentan ist eben scheiße, überall. Sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten hier am Ort für Ihr Geschäft oder für Ihre Schlosserei? Naja, Schwierigkeiten sehe ich auch nicht, weil so kleine Reparaturen fallen immer an. Das ist das. Wie lange arbeiten Sie als Schlosser? Seit wie vielen Jahren? Oder als Schmied? Naja, ich habe 57 Masterprüfungen gemacht in Nürnberg als Huf- und Wagenschmied. Und die Zeit, der Vater ist gestorben, vorgegangenes Jahr mit 84 Jahren. Das mache ich halt so weiter. Wann beginnt für Sie der Arbeitstag? 5:30. Halb sechs. Und welche Arbeiten verrichten Sie? Ja, die Stallarbeiten. Kann man zuerst fragen, ja. Dann kommt die Familie. Dann kommt die Familie, ja. Wir machen hauptsächlich so die landwirtschaftliche Arbeit. Bitte? Wir machen hauptsächlich so die landwirtschaftliche Arbeit. Ja, mein Mann liebt nicht. Und zwar meistens, die Kinder sind ja vorher auf Arbeit. Ne? Und wenn ihr Mann in der Schlosserei zu tun hat oder Schmiede zu tun hat? Naja, dann machen sie halt allein, so viel, als sie halt, was sie halt machen konnten. Ne? Ja. Was passiert, wenn ihr das Kinder mal das Ganze übernommen haben? Mit Manu, wir arbeiten so lange, als wir können. Bruder des Schlossers ist Postbote im Ort. Geregelte Öffnungszeiten der Poststelle gibt es zwar, sie können aber meist nicht eingehalten werden. Da Herr Roth jeden Leutenbacher kennt, ist er auch außerhalb der Amtsstunden im Dienst und immer zu einem kurzen Gespräch bereit. Wie lange geht eigentlich die Saison so? Wann sind die ersten Feste? Wann? Das erste Fest für uns ist das Walberlerfest. Das ist da gleich der Berg, da ist der 1. Mai bis 1. Sonntag im Mai. Bis Mitte Oktober. Und dann, das ist eigentlich der Anfang für uns und dann geht es jedes Wochenende durch bis Mitte Oktober. Mitte Oktober. Und seit wann machen Sie das? Jetzt in der? Also hauptberuflich machen wir es jetzt seit etwa 4 Jahren. Ne? Und was haben Sie vorher gemacht?
Ich war vorher, das machen tun wir das schon 10 Jahre oder nur länger, seit 68 haben wir angefangen mit, der, mit dem Chef. Aber da habe ich nur nebenbei gearbeitet, also das heißt, ich habe als Kraftfahrer noch geschafft und habe dann das mehr oder weniger so nebenbei gemacht und es wird dann halt immer mehr und mehr, wenn es, man wird bekannter. Es kommen immer mehr Vereine auf einen zu, die praktisch die Bewirtschaftung vergeben. Und Sie waren bis 68 nur Hausfrau? Hausfrauen am Wochenende und dann am Wochenende. Und jetzt ist die größte Stütze im Betrieb praktisch. Ja, es ist auch uns hängt viel Arbeit, also auch der Frau vor allen Dingen. Aber haben Sie Kinder? Ja. Ja, fünf. Was sagen die dazu, wenn sie also praktisch mit Familienleben ist? Ist das wahrscheinlich nicht im Sommer auf jeden Fall nicht da so gibt's schon manchmal ein Probleme. Die erben an sich ganz gern mit, also vor allem wie kleiner, desto lieber sind sie dabei. Aber wenn sie mal dann ins Alter kommen, also wo es dann ein wenig mehr, doch ein wenig mehr ein wenig Freiheiten haben wollen, dann gibt es schon manchmal ein wenig Probleme, aber es ist immer wieder, wir kommen immer wieder klar. Ich bin ein Herzschuh. Sonst haben Sie, sind Sie aber reiner Familienbetrieb. Oder haben Sie Zellen? Familienbetrieb, wir sind ja bloß ich und mein Mann. Die Kinder haben wir ja nicht. Der Arbeitstag von Ehepaar Roth beginnt normalerweise um 4:30 morgens. Auch abends, spät nach Ladenschluss, klopft noch der eine oder andere an der Tür. Selbst am Sonntagmorgen sind sie für ihre Kunden da. Die Nichte hilft ab und zu aus und in der Metzgerei ist noch der Geselle beschäftigt. Da es keine Nachkommen gibt, ist der Fortbestand des Betriebes ungewiss. Herr Roth ist bereits 72 und sie 62. Sie werden wohl weiterarbeiten, solange es geht, und ihren Lebensabend mit und in ihrem Geschäft zubringen. Jawohl, 40. 69. Ade. Ade.
ist angebrannt, dann ist da wirklich neu eingelegt worden. Aber hier stand aber schon immer eine Mühle. Ja, schon seit 1607. Ist nachweislich, dass eine Mühle da ist, ne? Und wird immer noch mit Wasserkraft betrieben? Wasser und Elektro. Immer. Ja, das sind meistens Sachen, wo die Kinder reinschmeißen. Ne? Ja. Das sind meistens Sachen, wo die Kinder reinschmeißen, die spielen damit und dann zack, in den Bauch rein. Ne? Wie sieht das denn so für die Zukunft aus? Also, schlecht. Wird nicht mehr so viel gemahlen, also. Naja, weil die meisten Bauern, die backen ja nicht mehr selber. Und wenn nicht mehr selber backen wird, dann wird auch nicht mehr so viel gemahlen. Und dann wie weit müsste es kommen, damit Sie, oder haben Sie schon sich mal überlegt, den Betrieb zu schließen? Naja, ich habe vorher schon lange nicht gemacht, wenn natürlich der Junge nicht mehr macht, ne? Also Sie, Sie wollen den Betrieb auf jeden Fall weitermachen? Ja, sowieso, weil auf Arbeit kann ich auch nicht mehr nehmen, weil ich bin jetzt 52 Jahre und da lohnt es sich nicht mehr, dass ich noch, und die Landwirtschaft ist ja auch da, dass ich mir noch eine Arbeit umschaue. Aber so haben wir dann eben mit Landwirtschaft und mit Mühlen zusammen machen und dann seinen Ausdruck. Ja, ja. Das geht dann. Die Arbeit ist natürlich ziemlich dick, ziemlich überlastet. Ja. Aber so geht's schon. Weil ich ja noch vor mir Land dabei habe. Vor mir Land und dann habe ich noch Pflanzenschutzmittel. Und dann. Ja, wann machen Sie Urlaub? Gar nicht. Ich habe noch nie Urlaub gemacht. Vor Jahren ist in Leutenbach ein Flurbereinigungsverfahren eingesetzt worden. Nach dem Bayerischen Flurbereinigungsgesetz lautet die Definition für Flurbereinigung: zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landesentwicklung kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem Flurbereinigungsgesetz neu geordnet werden. Neben einer umfassenden Bodenneuordnung in Dorf, Flur und Wald ist in Leutenbach ein neues Feldwegenetz geplant. Rückwärtige Hoferschließungen und Ortsstraßenausbau erscheinen den Flurplanern in Leutenbach genauso notwendig wie ein LKW-befahrbarer Waldweg. Ein Abwasserkanal mit Anschluss nach Kirch-Ehrenbach ist bereits im Bau. Die ca. 50 Bauern, die hier im Tal die Landwirtschaft betreiben, haben meist nur Höfe zwischen 10 und 20 Hektar. Viele Felder liegen am Hang und so ist der Technisierungsgrad nicht besonders hoch. Vieles ist noch Handarbeit, ganz besonders natürlich in den Obstkulturen. Kirschenanlagen sind es meist, die den kleinen Bauern den größten Gewinn bringen. Neben Obst und Gemüse wird der landwirtschaftliche Ertrag im Ackerbau, den man hier noch in der traditionellen Dreifelderwirtschaft betreibt, und Viehzucht erzielt. Alle Erwerbszweige müssen zusammenkommen. Spezialisieren will und kann sich hier keiner. Kann man keine Maschine einsetzen jetzt? Also wie zum Beispiel in die Baumfelder da, nicht? Da sind die Maschinen nicht zu einsetzen. Ja.
Weil man die Tour hinkommt. Wie schaut es denn dann aus mit der Flurbereinigung, die jetzt durchgeführt wird? Ja, das ist angemeldet, die Flurbereinigung. Ja. Die ist halt schon in Angriff genommen. Da habe ich schon Kirschenanlage gemacht. Ja. Das wird noch Jahre dauern, bis wir so weit kommen. Ich momentan Stups. Da ist einfach kein Geld mehr dazu. Finanzen. Das ist aber erstmal gut. Ja, alles ist gut. Das bleibt schon mal stehen. Bei uns ist nicht so günstig. Schau, die ganzen Bäume, die Algen werden alle verschwinden. Schade. Ja, schade. Kann man da nichts gegen unternehmen? Ja, nicht viel. Das ist eine Gebietsbereinigung von Volkheim Süd. Ja, ja. Und ist alles dabei. Müssen wir kanalisieren, gerade über 8000 Mark. Ja. Und drei solche sollen es werden, wo soll das Geld herkommen? Ja. Was meinen Sie denn zur Flurbereinigung? Sie haben doch sicher auch die Möglichkeit, eine Flurbereinigung drin zu haben. Na, freilich, es wird alles bereinigt. Ja, da kann man gar nichts sagen. Die Flurbereinigung kann schön werden, da sage ich nichts, weil man auf Arbeit geht und auf größere Flächen, ja, wird man leichter. Ja. Gibt es für Sie dann einen Vorteil? Ja. Man muss erst sehen, wie man heute wieder hinkommt. Ja. Mhm. Na, Vorteil wäre es, weil man überall hinfahren kann, das ist ja logisch. Mhm. Aber es kostet natürlich auch wieder Geld. Bis jetzt muss einer über den anderen oft fahren und das ist dann vorbei. Ja. Aber es kostet wieder Geld. Ja, Geld kostet es auch. Was kostet heute Geld? Ja, ja. Aber wenn die Höfe sehr klein sind und das gar nicht tragen können, das die Kosten. Ja, da werden wieder viel aufgeben. Hm. Und wer kriegt dann die, werden sie wahrscheinlich verkauft? Ja, naja, das wird wieder verkauft. Das heißt also, dass die Höfe immer weniger werden und die... Ja, naja, und dabei haben die anderen wieder mehr. Ja, ja, und die können dann... Die Fläche bleibt ja gleich, oder die anderen haben dafür wieder mehr und die anderen weniger, wie es halt so ist. Hm. Wie viel Grund und Boden haben Sie denn hier? 10 Hektar. 10 Hektar. Auch noch Vieh dabei? Ne? Vieh? Ja. Schweine? Kühe haben wir 7 Stück. Und die Ernte dieses Jahr? Ne? Wie war die Ernte dieses Jahr? Nur die Ernte wäre gegangen, das Jahr wäre gut gewesen. Oder das ist halt, der Frost hat halt im Frühjahr alles kaputt gemacht, das war's. Mhm. Obst ist gar nichts. Obst überhaupt nichts, gar nichts. Sie haben auch Obst? Obst ja, Kirschen haben wir viel. Ja, und das ist eben da oben und die Haupteinnahme und Kirschen. Mhm. Weil, wenn es Kirschen gibt, meinen die Leute noch die anderen, sage ich nicht zu euch. Das ist schade drum. Achtung, was außer Straßenbau bringt, die nicht viel bei uns. Die Flächen sind zu klein. Ja, die Flächen sind klein und dann sollen die, werden die Hanglagen nicht bereinigt. Zum Teil. Und das bringt ja dann nichts. Und die Hanglagen sind in Leutenbach ein ziemlich großer Anteil. Ja, Frau Lindisch, ich denke, sagen wir mal, 2 Drittel sind Hanglagen. Was nicht da ist, da auf die Herbachen unter ist und dann da auf die Zofen aus. Alles andere sind ja Hanglagen. Und Sie haben einen großen Teil von Hanglagen in Ihrem Ja, mein meisten Grundstücke sind Hanglagen. Ja. Und Sie versprechen sich ja auch nicht, dadurch, dass die Flächen umgelegt werden, auch keine Verbesserung. Dann sprechen wir auch keine Verbesserung. Kosten erhebliche Kosten. Erhebliche Kosten, genau wie der Kanal. Ja. Da war der Kanal. War für Sie der Kanal notwendig? Wo leiten Sie Ihre Abwässer hin? Ja, der wäre nicht notwendig gewesen eigentlich. Gäbe es nicht eine Flurbereinigungsbehörde, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Landwirtschaft zu rationalisieren? Die Leutenbacher wären von sich aus wohl kaum auf die Idee gekommen, ihre Bäche zu verrohren und ihr gewachsenes Wegenetz zu verändern. Verärgerte Einwohner dichteten den Spruch: Aus Leutenbach wird Leutenrohr. Ja, das ist ein Stück nur drüben, es ist alles Sumpf. Und wenn es das bereinigt wird, dann fällt das ganze Wasser weg. Das glaube ich. Das wird trockengelegt. Freilich wird alles trockengelegt. Und in Rohre rein und dann, was ist dann? Dann ist nirgends mehr Wasser da und es bringt dann nichts mehr. Die einen behaupten, es muss Wasser offen bleiben, die anderen behaupten, das Wasser wird verrohrt.
Aber ich nehme an, wenn überall, wenn die ganz Leute machen, viel so kleine, klare Bäche rauslaufen, wenn die alle verrohren wollen, ja, dann geht die Natur ja ein. Was wollen wir denn dann? Liegt alles in Rode. Und die Landwirtschaft und der Obst- und Gartenbau ist ja für Leutenbach sehr so wichtig. Hauptsächlich mit Graubau, bei uns ist es mit Kirschenbau. Ja. Und jetzt, wenn die heute kommen, Flurbereinigung fangen an, wollen da vielleicht alle Bäume rausschieben. Was bleibt mir übrig, bis die jungen Bäume wieder kommen? Das bringt es ja nicht. Und dann ist es so, vor allem, wir haben ja Bauern, die haben unheimlich viel Kirschen. Ne? Und wenn die alle rausschieben, die Bäume, und schaut die Lust aufs Weiberl, schau, die ganze Natur ist ja kaputt. Wenn die kommen und fangen mit Raum an, schieben raus, ist Gehecken, nichts mehr da. Aber es nieder, wie kann die irgendwo unterschlupfen, was wollen wir denn? Flurbereinigung, mit was zu was, wegen aus, was von Gründen? Die Felder können sich die Leute noch sowieso nicht größer machen, ne? Mhm. Weil wir haben Bauern dabei, die haben da ein Stückle, da ein Stückle, da ein Stückle. Und noch sind ringsum lauter hängen, die wollen es nicht machen. Die können die ganze Erde nicht schieben. Also für Sie ist die Flurbereinigung ziemlich sinnlos? Sinnlos, in Leutenbach ja. Ich glaube, es eigentlich auf gerade Flächen, wie gerade Strecken, wo viel flaches Land ist. Aber in Leutenbach haben wir nichts Flaches. Das Einzige ist, da runter noch gegen Ehrenbach zu und dann sind wir fertig. Drüben die Ehrenbach ist Naturschutzgebiet. Was wollen sie da schieben? Das kostet den Leuten nur das Geld, sonst nichts. Und bringt auch nichts für Leutenbach. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Flurbereinigung, so ein Krampf. Jetzt haben wir kanalisiert, einen Haufen Geld zahlen und dann kommt die Flurbereinigung, muss einen Haufen Geld zahlen. Das bringt sie eh nicht. Weil in Leutenbach kann ich sagen, dass wir in Leutenbach Bauern haben, wo allein von Landwirtschaft leben können. Das ist ja unmöglich. Das ist also gemischt, ne? Das ist alles gemischt. Die gehen zum Teil auf Arbeit oder haben sie Nebenerwerbslandwirte. Weil da braucht man schon Flächen dazu, ne? Oder mindestens eine gewisse Dachwerkzahl, dass man sagen kann, wir können rein von der Landwirtschaft leben. Als Obstspediteur, Land- und Gastwirt zählt der Rumpler zu den einflussreicheren Bürgern. Ich war der Annahme und ich war der festen Überzeugung, also, dass man sowas nicht machen sollte und sollte den Kleinbauern, denn der Betreffende, der wo so zum Beispiel einen Acker hat und so weiter, dass man den das abnimmt. Mhm. Mir kommt das bald vor, wie wenn das so ähnlich wie in Russland wäre. Mhm. Also, dass man Großflächen machen muss. Ja, ich finde das nicht ganz richtig. Man sollte die Leutchen, die wo so zum Beispiel Jahrhunderte oder seit das überhaupt existieren, und den Grundstück, wo sie gehabt haben, und den kleinen Grundstück, ihre Freude daran gehabt haben, und jetzt sollen sie das abtreten. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Also die gleiche Meinung haben wir auch schon von vielen Bauern hier bekommen, dass sie also nicht so besonders begeistert sind über die Flurbereinigung. Sind Sie selbst übrigens Grundstücksanlieger, was die Flurbereinigung angeht? Genau. Selbst betroffen. Ja, was heißt selbst betroffen? Ich meine, ich habe auch Landwirtschaft, aber es ist folgendermaßen, ich bin halt der Meinung, wenn die Straßen durch den Fluren so gebaut werden, dann kommen die Leute sozusagen, so können sie doch noch wandern, viel schöner, aber wenn alles asphaltiert ist und alles, ich finde das nicht ganz richtig. Der Meinung sind wir persönlich übrigens auch, dass es nicht ganz richtig ist. Zum Beispiel vertritt die Ansicht, dass die Flurbereinigung in dem Rahmen hier in Leutenbach gar nicht so durchführbar ist, dass also fast alles beim Alten gelassen werden muss. Dann hätten wir das gehen. Dann hätten wir überhaupt die Flurbereinigung nicht gebraucht. Das kostet einen Haufen Geld und den Leuten. Und Einzelne trifft es doch. Ja, den Einzelnen trifft die Flurbereinigung genauso wie die Kanalisation. So ist es. Aber die Initiative sowohl für die Flurbereinigung als auch für die Kanalisation ging ja nicht von Leutenbach aus, sondern kam ja von höheren Orts, wie man so schön sagt. Ja, das ist aber folgendermaßen, wenn die Leute dagegen gewesen wären, stark dagegen, dann hätten wir es noch aufhalten können. Hm. Wenn man gemeinsam gesagt hätte, als Leutenbacher hier nicht, dann wäre es gegangen. Ja. Wo sehen Sie den Grund, dass es nicht dazu gekommen ist, obwohl eine gewisse Ablehnung da ist? Ja, weil sie das verpasst haben, wie zum Beispiel, die Leute wurden gefragt und haben zwei Mann dagegen gestimmt und die anderen. Und jetzt sind sie natürlich alle, wie sie ihre Zahlungsaufforderungen gekriegt haben, sind sie jetzt alle dagegen. Mhm. Das hätten sie eher machen sollen. Mhm. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt kann man es nicht jetzt mehr aufhalten. Schwer. Sehr schwer. Aufgrund der Ergebnisse der technischen Vorerhebung und der Aufklärungsversammlung werden die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Flurbereinigung und das Interesse der Beteiligten für gegeben gehalten. So urteilt im Mai 1979 die Flurbereinigungsbehörde in Bamberg
und hat dadurch die gesetzliche Voraussetzung, das Verfahren anzuordnen. Es fehlt nur noch die Begründung. Das geschieht dann mit den sehr allgemeinen Vokabeln, die man wiederum im Gesetzestext findet und auf jeden Ort anwendbar wären. Es heißt dort, Maßnahmen zur Erleichterung der Landbewirtschaftung in Verbindung mit Maßnahmen der Landschaftspflege für Freizeit und Erholung sowie der Dorferneuerung erfordern die Durchführung der Flurbereinigung. Zudem glauben die Flurplaner, dass die von den Grundeigentümern zu leistenden Beiträge keine Härten verursachen werden. Die Methode wird klar. Sie läuft von oben nach unten. Genauso die Durchsetzung. Die Planer haben ein unbereinigtes Gebiet vor sich und beginnen mit ihrer Arbeit. Die Flurbereinigung wird eingesetzt. Etwaige Bedenken werden den Bewohnern mit einer Werbekampagne ausgeredet. Bunte Faltblättchen, Prospekte und Buskaffeefahrten vermitteln, dass das Neue schöner, besser, wirtschaftlicher sein wird. Der Wert des Alten wird nicht gemessen. Die Überzeugungsarbeit der Flurbereinigung wird durch die Haltung erleichtert. Das kommt vom Staat aus, das hat schon immer gegeben, da kann man nichts dagegen machen. Schöner, neuer, ertragreicher soll's werden. Nachdem aber die herkömmlichen Erwerbszweige nicht mehr zu der Sicherung der Lebensqualität ausreichen, soll nun mit dem Fremdenverkehr hierfür eine letzte Möglichkeit der Verbesserung, quasi als Trostpflaster, geschaffen werden. Für strukturschwache Gebiete wird der Tourismus immer wieder angeführt, den Wachstumsglauben der Bevölkerung zu erhalten. Selbst wenn nach Jahren einige zusätzliche sichere Arbeitsplätze geschaffen werden, bleiben die drohenden Folgen häufig unberücksichtigt. Die Landschaft, eine der wenigen Eigenheiten, die sich die Bewohner erhalten haben, wird verbraucht. Die dörfliche Gemeinschaft innerhalb Leutenbachs könnte aufgelöst und zerstört werden. Leutenbach hat sich dem Fremdenverkehrsverband Feldensteiner Forst angeschlossen. Es wurden Parkplätze für die Wanderer angelegt und Ruhebänke aufgestellt. Ein Wanderwegenetz durchzieht die Wälder. Die Verantwortlichen legen auf Erholungsurlaub Wert. Herr Rumpler, Sie sind Gastwirt hier in Leutenbach und haben Ihren Gasthof ausgebaut, auch auf den Fremdenverkehr hin. Woher kommen Ihre Gäste? Die Gäste, also wir haben Gäste von Berlin hauptsächlich, dann aus Rheinland und vor allem sind wir jetzt momentan darauf eingestellt für Naherholung. Das heißt Wochenenderholung. Sie sind also auch ein Saisonbetrieb, also die Sommersaison musste es einfach fertig werden bis dahin. Ne? Freilich, das ist ja, ich meine, Winter ist bei uns nicht so schlimm. Wenn Sie mich jetzt fragen, und ich soll Ihnen antworten, wie zum Beispiel, dass ich, wie heuer der Fremdenverkehr, ob der zugenommen hat oder abgenommen hat, betrifft auf 14 Tage, 3 Wochen, Ferien, oder nicht Ferien, sondern Urlaub, kann ich Ihnen nicht beantworten. Bislang ist das Urlauberaufkommen zu gering, als dass man es eine wirtschaftliche Stütze Leutenbachs nennen könnte. Vielmehr ist es eine der vielen Nebenerwerbsmöglichkeiten, mit denen man versucht, über die Runden zu kommen. Einige Höfe bieten deshalb den Gästen Ferien auf dem Bauernhof. Seit Flurbereinigung und Dorferneuerung eine staatliche Aufgabe wurde, blieb die Veränderung des Dorfes nicht mehr seinen Bewohnern überlassen, sondern wurde Fachleuten übertragen. Fachleute, die heute meist in der Großstadt aufgewachsen sind, die fast immer ihr Büro in einer Stadt haben, Fachleute, die aus der Mittelschicht kommen und praktisch immer eine intellektuelle Ästhetik entwickelt haben. Diese Fachleute haben also ihre städtische, intellektuelle Sichtweise des Dorfes, des Bauernhauses, der Landwirtschaft. Sie haben ihre Gesetze, Richtlinien, Lehrbücher. Sie haben ihre eigene Methode,
Dorferneuerung und Flurbereinigung zu planen. Das heißt, sie studieren Daten, machen eine Ortsbesichtigung, sprechen mit den Schlüsselpersonen, und das sind Bürgermeister und Lokalpolitiker, und planen dann. Punkt und aus. Mehr wird ja auch nicht bezahlt. Auf der Strecke bleibt das offene, gleichberechtigte Gespräch mit dem Dorfbewohner. Das Kennenlernen der Arbeit, der Freizeit, des Wohnens, der Wünsche dieser Leute. Auf der Strecke bleibt die Auseinandersetzung mit dieser konkreten gesellschaftlichen Realität, mit den politischen und kulturellen Strukturen, die Auseinandersetzung mit der Einstellung der Bewohner und ihren Traditionen. Dorferneuerung und Flurplanung wird zum Akt, damit allzu oft zum bürokratischen Akt, zum Eingriff von außen. Der Staat weiß schon, was für seine Bürger gut tut. Aber der Staat kennt seine Bürger nicht, ihre Wünsche und Hoffnungen. Der Staat hat Richtlinien, und in deren Befolgung erschöpft sich die Planung. Es geht auch darum, dass sich das Dorf auf seine eigene Geschichte besinnt, die Einwohner auf ihre Geschichte schauen und aus ihr lernen. Das, was das Dorf und das Landleben zu bieten hat. Das Dorfleben soll kein ländliches Stadtbild sein, sondern seine Eigenheiten kritisch bewahren. Das Dorfbild hat dort seine Schönheit und erfüllt seinen Zweck, wo die Bevölkerung nach ihren Wünschen und Möglichkeiten lebt und arbeitet. Hinter den Häusern wurden meist Nutzgärten angelegt. Gartenzäune und Hecken bilden einen Dorfrand. Dem kommt noch die Tallage des Ortes entgegen. Dieses unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus hat Herr Rumpler gekauft. Eine konkrete Vorstellung zur Restaurierung und weiteren Nutzung existiert noch nicht, aber der bauliche Bestand scheint gesichert. Problematischer wird die Erhaltung bei diesem Wohnhaus sein. Die Wände sind durchfeuchtet, unzureichende sanitäre Einrichtungen erfordern größere Umbauten. Überhaupt beschränken sich die Maßnahmen der Dorferneuerung in der Regel auf den Straßenausbau und einer Oberflächenkosmetik an den Häuserfassaden nach dem Motto: Unser Dorf soll schöner werden. Notwendiger aber sind die Umbauten, die ein Leben in den alten Wohnhäusern auf Dauer sichern. Das traditionelle Backen in den fränkischen Backhäusern, die zum Teil gemeinschaftlich genutzt wurden, gehört heute immer weniger zum Ortsbild. Diese Art des Backens entsprang nicht aus irgendwelchen romantischen Vorstellungen, sondern war und ist eine aus Nachbarschaftshilfe entstandene Selbstversorgung beim täglichen Bedarf. Heute werden in Leutenbach nur noch 3 Häuser regelmäßig betrieben. Auch dieses Backhaus musste einem Garagenneubau weichen. So ändert sich mit der Lebensweise auch das Dorfbild. Wird Leutenbach seinem Ortsnamen gerecht. Die Bäche im Dorfinneren liegen alle offen. Typisch sind außerdem die vielen Fußwege, die die Grundstücke nach hinten verbinden. Einige verlaufen über privaten Grund, sind aber für jeden benutzbar. Viele dieser Wege sind entlang der Bachläufe angelegt. Der Dorfbach neben der Hauptstraße sollte zur Straßenverbreiterung verrohrt werden. Diese Sinnlosigkeit wurde zum Glück abgewendet. So bleibt er als optische Grenze der Höfe erhalten. Ansonsten sind die Hoffläche zur Straße hin offen. Eine klare Trennlinie in der Nutzung zwischen Hof und Straße gibt es nicht. Kinder spielen hier überall im Dorf, auch in den Straßen. Die Einrichtung eines Kinderspielplatzes, wie es die Behörden fordern, wäre vollkommen sinnlos. Der Spielplatz ist das Dorf. Für die Kleinsten gibt es zudem einen Kindergarten. Komm
Schlüssel dafür kaufen, den nehmen wir. Der ist ganz groß. Die Schulkinder treffen sich nachmittags und sind fast immer in irgendeiner Gruppe zusammen. Der Gemeinsinn der Leutenbacher Kinder setzt sich übergangslos ins Jugendalter fort. Auf, warte, kommen wir gleich. Ach nein. Jo, jo. Das ist braucht dort, wenn es kommt. Im alten Schulhaus treffen sie sich regelmäßig und organisieren ihre eigene Freizeit. Kaum einer übt Einfluss auf sie aus und so sind sie nicht gezwungen, ihr Bedürfnis nach Freiheit außerhalb zu suchen. Wie oft macht ihr so eine Party? So ungefähr alle 3 bis 4 Wochen. Und wer organisiert die? Das machen die 2 Jugendleiter immer. Und das wird so in der Gruppe abgesprochen, wenn wir einen halten. Noch, wenn ja, noch halb alleine, wenn nicht. Wer ist Jugendleiter? Wie wird man Jugendleiter? Das wird allgemein in einem Kreis ausgewählt, wird vorgeschlagen und noch wird halt gewählt, wie viele Stimmen und so. Und du bist einer geworden? Ja. Und warum hat man dich ausgewählt? Ja, ich weiß nicht. Ja, hast du Qualitäten oder war gerade die Stelle frei oder warum? Nein, ich bin halt ein so lustiger Mensch oder vielleicht deswegen, ich keine Ahnung. Und wenn jetzt zum Beispiel auch kommen, die wollen jetzt zum Beispiel die anderen nicht anreden oder so, weil es kommt auch manchmal vor, zum Beispiel zu tanzen können und so, mit denen unterhalte ich mich halt so, dass halt die auch in der Gruppe mit eingeschlossen werden. Ne? Dass die nicht so abseits dort stehen. Du kümmerst dich also so, dass die Gruppe irgendwo zusammenbleibt? Ganz genau. Und außer mir ist ja noch eine Jugendleiterin da, das ist die Claudia. Wir machen immer am Jungen und am Mädchen. Ne? Sind wir praktisch 2 Jugendleiter. Bei den Partys seid ihr aber dann zusammen? Ja, ja, bei den Partys sind wir zusammen. Oh, okay, alles klar. Die heute selbstständige Jugendgruppe entstand ursprünglich aus einer kirchlichen Gruppe. Es gibt eine Jugendgruppe hier und ich habe mich bemüht, in diese Gruppe reinzukommen. Diese Jugend, so mir persönlich, sehr nett, aber ich habe den Eindruck, dass sie keinen Priester in der Gruppe wollen. Und als ich dieser Tage darüber mit unserem Dekan sprach, sagte er mir, das ist ein allgemeines Problem. Solange der Priester da ist, sind sie nicht frei. Sie wollen alles reden, was ihnen gefällt. Sie möchten so viel trinken, wie sie wünschen. So viel tanzen und wie sie
Sie wollen mit Wünschen tanzen, wie sie wollen. Und sie wissen, wie die Jugend ist heute, nicht? Und wenn der Priester da steht, ist er ein Hindernis. Mhm. Und deswegen wünschen sie, das ist mein Eindruck, sie haben mir persönlich nie gesagt, wortwörtlich, aber das ist mein Eindruck. Mhm. Obwohl dieses Hindernis sicherlich nicht real da wäre. Also sie hätten, könnten sich auch so benehmen, wie sie wollten, wenn sie dabei wären. Aber ich kann manches nicht erlauben von der Kirche her, ne? Die weitere Nutzung des Jugendhauses in dieser Form ist leider nicht sicher. Es gibt Erwägungen, es in ein Vereinshaus umzubauen. Die Sinnvolligkeit der Einrichtung wird wohl nicht voll erkannt. Wo werden die Jugendlichen hingehen, wenn man ihnen ihren Treffpunkt nimmt? Wer vertritt das Recht der Jugend auf ihren eigenen Raum? Ein ganzes Dorf steht ein Wochenende, von Samstag bis Montag, im Zeichen des Kerwa-Festes. Die Kerwa-Burschen, das sind die unverheirateten Männer, sind die offiziellen Veranstalter. Die Jugend, die noch am Freitag in ihrer selbstgemachten Disco feierte, setzen einen Tag später jahrhundertealte Traditionen fort. Die Leutenbacher verstehen es zu feiern. Wie lange habt ihr es gebracht, um den Baum zu fällen? Vier Stunden. Vier Stunden. Habt ihr ausgemessen, wie lang er ist? 25 Meter ungefähr. 25 Meter. Wozu ist das Grünzeug da noch dabei? Das brauchen wir am Mann noch. Thank you.
Tradition hier in Leutenbach. Ja, ja, wird aller Jahr gemacht. Wie geht das denn? No, manchmal sind es 10 Paar, 12 Paar, hier muss es vor 16 Paar da. Wer kann denn da mitmachen? Kann da jeder mitmachen? Oder? Nur die Jungen, die wo die Kirbel halten, halt rum, die jungen Bürschler. Also die auch nicht verheiratet sind? Ja, die wollen nicht verheiraten mit. Hi, Schwester!